Da sind wir wieder bei einer Folge Black Mesa und ich will gar nicht lange rumreden, denn wir machen uns gleich auf den Weg, nachdem wir hier geschaut haben, was es hier so gibt. Und hier gibt es nichts Wichtiges, der gammelt hier nur ab und ruht sich ein bisschen aus. Hier gibt es noch Medipacks, die brauche ich aber nicht mehr. Und dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal los. Und ich glaube, ja, hier wird es ziemlich heftig. Ich frage mich nur, ob ich den überhaupt kaputt bekomme, aber ich glaube nicht. Ah doch, nee. Alter, der haut ab. Okay. Ah, ich kann sogar richtig geil zielen mit Rechtsklick. Das hätte ich natürlich vielleicht auch mal machen sollen. Ich bin so ungewohnt, weil ich bei den anderen Waffen nicht kann. Aber naja. Dann laufen wir jetzt weiter. Jetzt scheint der Weg frei zu sein. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wozu diese fette Waffe hier eigentlich da ist, wozu die fähig ist. Und die Sache ist aber, dass es hier gar nicht weitergeht. Ich speichere mal eben schnell. Denn ich bin der Meinung, wir müssen da... Ach nee, wir können darüber laufen. Ja, Mann. Ich wollte gerade sagen, wir müssen ins Wasser. Aber das ist ja total unnötig, denn wir können hier einfach über die Brücke laufen, die sofort einstürzt. Also wir müssen doch da ins Wasser. Aber ich will da nicht wissen, was da drin ist. Also schnell schwimmen, 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 schwimmen. Schnell, 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 schnell. Ach, so. Ich sehe bisher nichts, aber ich will es auch gar nicht wissen, ob da irgendwas drin ist. So. Und was hat mir das jetzt gebracht? Ah, hier. Eine Erste-Hilfe-Tasten oder eine Heal-Station und ein Hebel, den man andrücken kann. Sieht das schon mal gut aus. Jetzt funktioniert irgendwas. Und zwar, das Wasser läuft ab. Läuft das Wasser ab. Ich will es mal hoffen. Ich habe Angst, dass da irgendwelche Wasserkreaturen oder so drin sind. Oh, ja, da schwimmt schon unser kleiner Schatz. Ist der tot? Nein. Jetzt ist er tot. Aha, leg dich nicht mit Freeman an. Immerhin bin ich ein freier Mann. Und wir können machen, was wir wollen. Und hier sehe ich zum Beispiel wieder einen kleinen... Oder was heißt wieder? Aber ich kenne noch mehr solche. Aber hier sehen wir zum Beispiel einen kleinen Fehler von Texturen, dass man hier so durchschauen kann. Aber naja, daran wollen wir uns jetzt mal nicht festmachen oder irgendwie stören lassen. Ich nehme an, dass wir... Also ich finde das Spiel trotzdem genial, nebenbei mal so gesagt. Was liegt da unten eigentlich? Das möchte ich gerade mal erkunden. Ein Stein, toll. Wieso auch nicht? Was gibt es denn anderes unter Wasser als Steine? Aber jetzt können wir hier anscheinend rein, werden eingesaugt. Oder auch nicht? Doch. Wir werden eingesaugt, oder? Hallo? Wow. Okay, wir wurden wirklich durchgezogen. Ich hab's zwar nicht richtig gesehen, aber... Naja, irgendwie wurden wir da durchgesprudelt. Wir sind jetzt von da oben bis hier runter. Wir hätten natürlich auch von da oben einfach hier runterspringen können, aber ich glaube, das wäre nicht so gut ausgegangen, weil das Wasser sehr flach ist. Da schaue ich nicht nochmal nach. Doch, da muss ich nochmal nachschauen. Wir wollen ja schließlich jede Ecke erkunden. Das ist das Ziel des Let's Plays. Bei mir jedenfalls. Hier liegt nämlich noch ein Erste-Hilfe-Kasten, den ich aber nicht brauche. Okay, hier gibt es doch nichts mehr. Hätte ich mir auch sparen können. So lange können wir nochmal speichern. Wir können uns die Aussicht angucken und erzählen habe ich eigentlich gerade nichts. Irgendwelche interessanten Themen habe ich leider nicht. Nur, nein, habe ich nicht. Ich bin ein sehr uninteressanter Mensch. So, aber es geht ja auch nicht um mich, sondern um das Spiel. Oh, ja. Und um diese Viecher hier. Aua! Ja, was soll das? Jetzt
Hier kommen noch mehr raus, die graben sich da förmlich raus. Stirb. Mach Sex mit dem Hütchen. Da. Wir müssen, so wie es aussieht, hier so in einen von den Tunneln. Die Sache ist nur, rechts oder links? Rechts oder links? Ich nehme rechts. Rechts ist die einzige richtige Seite, hoffe ich mal. Und hier ist stockdunkel, ich sehe gar nichts. Oder so ein bisschen. Aber da drüben ist auch schon wieder der Ausgang, nachdem die Daten geladen sind. Ah, jetzt hänge ich mit der Maus da. Und hier ist schon wieder der Ausgang und... Es war völlig egal, welches Rohr wir nehmen. Was hängt denn da? Oh. Kommt Steine runter, weil dann... Helikopter vorbeigeflogen ist. Und was ist das denn? Ist das Wasser? Ja, das soll Wasser sein, aber das Wasser sieht, ist sehr durchsichtig, sodass man es kaum sieht. Aber okay, naja. Das soll auf jeden Fall Wasser sein. Hier können wir mal reingehen. Dann können wir hier uns mal runterfallen lassen und laufen einfach mal hier weiter an der Ecke. Hier scheint es ziemlich sicher zu sein. Die Frage ist, ob wir da unten rein müssen oder... Da sind auch so kleine... So. Okay, hier ist die Leiter kaputt. Da ist, sind so Stäbe, also nehme ich an, kommen wir da nicht rein. Die Sache ist nur... Ah, jetzt muss ich da nochmal runter. Ha, Überraschung. Genau deswegen. Das hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, schnell. Jetzt muss ich nochmal mich beeilen. Ah, los. Da ist wieder unser Wasser. Was so ein bisschen wellig aussieht. Man könnte meinen, es ist so heiß, weil es hier so dünenartig ist, dass da alles verschwimmt, aber nein. Ach, hier oben war ich auch nicht. Cool. Hier oben geht es ja auch noch hin. Können wir uns auch nochmal aufladen. Das ist ja richtig gut. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. So. Jetzt haben wir schon mal fast alles voll. 90 und 100. Und da liegt zum Beispiel einer vom Militär unten. Headcrab. Ich höre schon wieder solche komischen Hunde. Das bedeutet, ich hole die Schrotflinte raus. Das ist mir nicht geheuer mit diesen Viechern. Einfach immer zurückrennen und dabei einen Schuss abgeben. Das reicht eigentlich für die. Hoffe ich mal. Aus Erfahrung. Und da kommen sie schon. Okay, es sind zwei Schüsse. Aber wenn man auf die Augen zielt, dann geht das schon. Guck mal, die hässlichen Viecher hier. Guck mal, der kann sogar fliegen. Oh. Willst auch fliegen, oder? Der macht sogar hier ein 360, dreht sich dabei. Oh, und landet auf dem Auge, das tat bestimmt weh, aber der kriegt ja sowieso nichts mehr mit. Oh Gott, und das ist hier ein richtiges Hundefeld, so kommt es mir vor. Und wenn man einen Schuss genau aufs Auge gibt, dann sterben die sofort. Dem hier habe ich gleich wieder die Arme abgeschossen, da kommt wieder sein Bartwuchs raus. Eine Behaarung an Arm. Sind total, also für mich sind das die hässlichsten Viecher im ganzen Spiel. Jetzt die Frage nach links. Ah, hier ist nochmal die Tür, die wir gesehen haben. Da können wir aber nicht dran, glaube ich, weil da Strom dran ist, so wie es hier geschrieben oder geschildert ist. Hier ist nochmal extra für Steinrutsch oder so gemacht. Ja, Polizist. Was ist hier? Eimer. Okay. Sind die auch voll? Ne, die sind noch gar nicht voll. Hier steht, die müssen immer voll sein mit Wasser, falls hier brennt oder so, aber... Ist nicht. Dann können wir nochmal nachladen. Hier nochmal Munition holen. Habe ich eigentlich Granaten? Ne, habe ich nicht. Das ist natürlich... Gut, da mag ich nicht gerne raus. Da gucke ich erst nochmal vorher hier hin. Hol mir alles so, dass ich komplett voll bin. Und jetzt bin ich an meinem Sinne bereit, da rauszugehen. Aber wir sollten vorsichtig gehen, weil... Ich bin nicht sicher, was uns da erwartet. Ja, genau deswegen. Was? Ich hatte ihn doch getötet. Ja, dein Arm. Sei einfach mal ganz ruhig, okay? Die Sache ist, ich habe keine Waffe auf Fernkampf. Oh, ich habe ihn sogar erwischt. Ah ne, ich habe ihn gar nicht erwischt.
stirb doch so. Mit der Waffe kann man einfach nicht zielen. Aber das war nicht schlecht gemacht von mir. Jetzt kann ich gerade auch noch mal reingehen. Mir hier so die restlichen Medipacks holen. Okay, das war jetzt nicht viel. Aber naja. Und jetzt sollten wir weitergehen, bevor hier noch mehr solche kommen. Der atmet immer so lustig, der Anzug, wenn er losrennt. Oder ist es Gordon, der atmet? So, puh. Also mal fix und fertig. Hier ist auch noch mal was für Leben, da hätte ich gar nicht zurückgehen müssen. So. Jetzt müssen wir anscheinend hier rein. Oh oh. Das deaktivieren. Jetzt geht das Tor auf und es war mir irgendwie klar, dass da welche rauskommen. Aus. Ach, da hat sich auch eine Tür geöffnet. Habe ich jetzt schon alle erledigt? Das würde mich jetzt sehr wundern. Muss ich hier lang oder muss ich... Ich nehme an, dass wir da lang müssen, wo es so... Das hier hat sich nur so geöffnet, weil die Soldaten da zu uns kamen. Oder geht's hier weiter? Ach nee, das ist nochmal der Weg hier zurück. Sehr merkwürdig, sehr mysteriös. Das war der Weg eigentlich, von dem wir gekommen sind. Bin ich der Meinung, dass das Tor zu war. Also die sind jetzt nachgerückt. Also sollten wir hier nicht lange verweilen und uns auf den Weg machen, bevor hier noch mehr kommen. Kriege ich nochmal richtig viele Granaten. Das bedeutet, jetzt werden bestimmt irgendwelche Schütze. Oh nein, ich weiß es. Oh nein. Deswegen ist dieses Fieder, um uns das zu zeigen. Das ist ein Minenfeld. Was bedeutet, wir können... Haha, das ist lustig. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Vielleicht sollten wir einfach mal eine Granate reinschmeißen. Genau so. Hier sind noch ganz viele. Unsere Köder. Nützlich. So, unsere Köder. Oh, jetzt liegt der genau davor. Ja, jetzt kommen noch mehr. Ah. Boah, er ist gleich reingeflogen. Boah, da gehen bei mir die FPS-Anzahl gleich runter, wenn das alles explodiert. Die Frage ist natürlich halt, wo wir hin müssen, genau. Ich nehme an, hier hin. Ich sollte nicht so offensichtlich losrennen. Es macht auf jeden Fall Spaß, die Viecher in die Minen reinzuwerfen. Au! Ah, aber selbst in die Minen zu laufen, das ist nicht schön. Das kann ich aus Erfahrung jetzt sagen. Ach, der brennt. Och man. Och man, wirklich? So, stirb da. Jetzt können wir hier drauf, einfach mal hier hochlaufen. Hier gibt es wieder Leben und Munition und für den Anzug und alles mögliche. Und ich weiß aber immer noch nicht, wo wir genau jetzt hin müssen. Also müssen wir jetzt da hoch oder... Ich nehme mal an, ja, oder? Kommen wir da überhaupt hoch? Nee, kommen wir nicht. Nee, nicht wirklich. Das bedeutet, wir müssen wirklich da zu diesem komischen Teil. Nach da vorne. Da, wo die ganzen Viecher sind, so einfach ist es. Ich hatte auch noch eins gehört. Nee, doch nicht.
Ah doch, da. Au! Da bin ich einen Schritt zurückgegangen. Das war mein Fehler. Egal, jetzt bin ich hier. Ich sollte mich hier... Komm. So. Hier kommen ganz viele. Da komme ich irgendwie rein. Aber ich weiß nicht wie. Da ist sogar ein Loch drin. Ah doch, hier. Nee. Ah, wollen die mir jetzt sagen, ich muss jetzt... Ich habe da so eine Idee. Komm mal her. Genau. Jetzt nehme Kiste und... Ah. So, hier drüber. Stellen die hier hin. Das bringt immer noch nichts. Schlechte Idee. Doch, das ist eine gute Idee. Okay, immer noch schlechte Idee. Da hänge ich nur da drin. Die Frage ist also, wie ich da drüber komme. Ach so, noch eine neue Idee. Vielleicht einfach hier hochlaufen. Das wäre natürlich das Sinnvollste und Einfachste von mir. Und da denke ich mal wieder nicht dran. Jetzt haben wir es auch geschafft und sind dem Minenfeld entkommen. Und jetzt müssten bestimmt wieder gleich Daten geladen werden. Oder auch nicht. Doch. Ich wusste es immer, wenn man im Tunnel ist oder so. So. Sir, ich höre etwas. Wir kommen jetzt langsam richtig weit raus. Ich schleiche mich gerade hier lang. Da fliegen schon Jets rum. Posten Bravo, klar. Die Frage ist, wo sind die? Da ist er. Und ich bin der Meinung, dass wir da nicht drauf kommen sollten, weil ich... Hier ist übrigens, sieht man schön mal die Landschaft. Wie der Damm hier ist. Wie da so ein Rohr ist. Schön gemacht. Frage ist, wo wir... Oh, das war scheiße gemacht. Ja, das war nicht so schön gemacht. Ich geb's zu. Ja, das war echt nicht schön. Ich sollte nochmal das Spiel schnell neu laden. Denn das war eine dumme Aktion von mir und die machen einfach unwahrscheinlich viel Schaden, weil ich das hier auf normal spiele. Sogar ich will nicht wissen, wie es ist, wenn man es auf hart spielt. Und ja, da müsste mich... Wenn ich das öfters machen sollte. Ups. Das ist nicht so gut, aber naja, immerhin besser als vorher. Diesmal habe ich es geschafft, es nicht zu aktivieren, glaube ich. Ja. Ach, es waren so viele Schüsse, die ich verbraucht habe. Ist auf jeden Fall besser gelaufen, denn wir haben da oben das Teil nicht aktiviert, was mir so viele Probleme bereitet hat zuvor. Jetzt können wir hier rumlaufen. Kann man da eigentlich hoch? Ja, was ist denn das? Kabel oder so. Warum, was machen eigentlich die Leute hier außen am Berg? Hier ist doch übelst gefährlich. Aber naja, Gordon ist überall. Gordon vernichtet sie überall. Und ich habe einen Schuss abbekommen und ich weiß nicht woher. Ach doch, jetzt weiß ich es. Nicht schön. So. Wie der nachlädt, ist es schon richtig geil. Woher denn? Das ist auch wieder so eine Sache. Ich frage mich, woher ich Schüsse abbekomme.
Ah, da unten? Wirklich? Als würdest du mich da unten sehen? Bleib da unten in deinem Loch. Oh, fuck. Okay, das sollte ich nicht... Keine emotionalen Ausbrüche. Das kommt nicht gut. Da schieße ich mich nur selbst über den Haufen. Wie gefällt dir das? Oh. So. Jetzt können wir nachladen. Ich schau noch mal runter, da unten sitzt jemand. Den töte ich aber nicht damit, den töte ich... Okay, ich muss ihn wirklich damit... Ach, damit kann ich ihn töten. Jetzt speichere ich mal hier, ich will mal was ausprobieren. Das funktioniert. Okay, nein. Wow. Oh, ich dachte, es funktioniert. Nee, ich wollte eigentlich darüber kommen. Aber ich nehme an, dass ich das einfach so töten muss. Und nicht als Hilfe nehmen soll. Und dann einfach, ja, so rüberspringen soll. Das war die einfachste Methode, glaube ich. Und auch die gewollte. Hier liegen noch mal Granaten. Für unten. Egal, dann schmeiße ich einfach mal eine. War mal geil. Dann lade ich mich hier nochmal schnell auf. So. Geht hier eigentlich die Tür auf? Nee. Also muss ich wirklich nach unten. Und da runter zu kommen. Wow. Und da runter gehen. Gehen wir in der nächsten Folge, denn ich mache wieder einen kleinen Cut und dann sehen wir, was uns das nächste Mal da unten erwarten wird, und bis dahin, tschüss.